Hallo Leute und willkommen zurück zu Fallout New Vegas, Old World Blues und der komische Kübel vor mir, der will meinen Samen. Ja. Gut, wenn es eine Frau sagen würde, würde ich es ja verstehen, aber was bedeutet das bei so einem Blechkübel wie dir? Das Wunder des Lebens. Du bringst mir einige wasserspeichernde Genproben und ich wirke meine Magie auf sie. Ich klone alle möglichen Pflanzen. Oh ja. Ich kann da auch was für dich tun, wenn du auf sowas stehst. Bring mir alte Pflanzen und ich verwandle sie in saftiges Grün. Ja, das gefällt dir. Was? Ja. Geil. Also, wenn ich dir getrocknete Pflanzenproben bringe, kannst du sie klonen und in Töpfen ziehen. Du weißt es doch. Ich brauche nur ein paar Proben und schon geht's los. Dauert ein paar Tage, aber glaub mir, es lohnt sich. Uff. Kannst du hier auch so ein bisschen Hanf so klonen? Brauche ich doch mal ein bisschen. Nein, keine Macht in Ruhe. So saftiges Grün. Das Wunder des Lebens in klebriger, dickflüssiger Form. Erhitze das Zeug über einem Lagerfeuer und sieh zu, wie es sich in Pflanzen verwandelt. Ich möchte ein paar Pflanzen arbeiten. Ich befehle dir, deinen Port zu öffnen und meine Samen entgegenzunehmen. So, und weil das jetzt die abstrakteste Antwort ist, nehme ich das jetzt mal. Oh ja, einfach da reinstecken. In die dunkle, feuchte Erde. Starte Benutzeroberfläche. Ja, das muss ich das nächste Mal auch mal sagen. Starte Benutzeroberfläche, das kommt sicher gut an. Ja. So, Pflanzenmaterial zu Saft in Grün verarbeiten, Samen im Pflanzentopf einarbeiten. Machen wir mal einen Pflanzentopf. What? Hey, nicht alles. So, Pflanzenmaterial zu Saft in Grün verarbeiten. So, bin ja mal gespannt, was da jetzt dann rauskommt. Da dann Pflanzen wachsen oder. Ich würde es mir zumindest mal so vorstellen. So. Ach, da haben wir noch. Da haben wir noch jede Menge Zeug drinnen. Das ist ja super. Egal, lassen wir mal drinnen. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben hier noch. Waschbecken. Können wir jetzt mit dem Waschbecken auch noch sprechen? Kann hier alles sprechen, das ist ja. Oh Gott, wie sehen Sie denn aus? So schmutzig. Ich nehme an, Sie wollen sich waschen. Ja, das sagt mein Spiegel immer jeden Morgen zu mir. Huaha, so Sch Schmutz scheint dich irgendwie zu besorgen. Was stimmt nicht? Igitt, ist das unhygienisch. Wissen Sie, wie viele Bakterien in einem Kubikzentimeter Schmutz stecken? 700.000 Phantastilliarden! Möchten Sie so etwas Tag ein Tag aus Ihren Schlund heruntergespült bekommen? Ja. Das dachte ich mir. Okay, ich bin nur hier, um ein paar dieser leeren Flaschen aufzufüllen. Oh, grundsätzlich gern. Aber die Schaltkreise, die es mir gestatten, mein Wasser in nicht-organische Behälter abzugeben, sind durchgebrannt. Dazu müssten Sie erst ein Ersatzmodul auftreiben. Aha, okay, dann nur einen Drink, bitte. Trinken Sie so viel Sie wollen. Nur bitte berühren Sie mit Ihren Lippen nicht den Wasserhahn. Das ist so unhygienisch. Doch, ich steck die ganze Zunge rein in den Wasserhahn.
Oh, mitten rein in das. Dann lecke ich auch noch den Ausguss aus. So. Alle meine Freunde haben Ausschalter. Wunderbar. Wer solche Freunde hat, der spielt Fallout. Gut, ich wander mal wieder raus. Was haben wir denn überhaupt für eine Aufgabe jetzt? Finden Sie die Upgrades für die zentrale Intelligenzeinheit des Beckets. Bringen Sie Gelbschlüssel zu Dr. Borus. Kehren Sie zur Denkfabrik zurück. Oh, nach dem Angriff auf die Denkfabrik. Oh Gott, das kann. Ja, das sind ja noch so. Ich glaube, das werde ich offline machen hier. Gehirn bohren. Das wird wahrscheinlich wieder so ewig langweilig. Ja, machen wir mal Leute beeinflussen. So, Chef Heichan. So, wo müssen wir denn hin? Und wir haben schon wieder 3 Stationen. Haben wir doch schon. Na gut, gehen wir da noch mal hin. Reise nach Signal Hills Sender. Und so, ja, gehen wir da mal rein. So, was haben wir hier? Müssen wir jetzt hier irgendwas suchen, oder? Da haben wir doch schon alles durchsucht. Oder haben wir hier irgendwas übersehen? Da waren wir ja schon mal drin. Aufgaben. Finden Sie die Upgrades? Ja, vielleicht haben wir das schon gefunden. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das haben wir schon. So, dann reise ich einfach mal weiter. So, X-13-Testeinrichtung. War das nicht das mit den Nachtpirschern? Der ganzen Juli Huli und oh, Skorpione. Ja. Gut. Hier muss irgendwo was sein. So. Da unten sehe ich nichts. Und. Oh, komme ich jetzt? Doch, ich komme noch rauf. Ha. So, hier entlang ins Testlabor. Ich gehe mal einfach den Pfeil entlang. Tralalalalala. Und aktivieren Terminal. Hat was zur Hölle. Ein Kumpel. Feldpistolenprototyp. Was? Notiz hinzugefügt. Okay, der Pfeil. Ach so, wir müssen nur Computer hier. Computerdingens lesen. Aha. Was haben wir denn hier drin? Hallo. Vendettes. Mehl. Out of order. Schreibtisch. Wieder mit schöne 20 Krokorken. So, da haben wir ein paar Karten. Vorkriegsgeld. Schachbrett. Ich nehme das Vorkriegsgeld dann noch mit.
So, da hinten haben wir noch einen Computer. Und einen Stapel Notizzettel. So, Feldpistolen-Prototyp. Vorschlag, bla bla bla. Achso, da haben wir schon. Okay. Auch da haben wir noch Schreibtische. Da ist was drin. 60 Korken. Nehme ich gerne mit. Da haben wir auch noch was. Ne Metallkiste. Nichts drin. Aktenschrank, der ist leer. Der ist leer. Und der ist auch leer. So. Haben wir hier sonst noch einen Pfeil? Nein, nur den einen. Und dann gehen wir wieder raus. Wenn wir hier sonst nichts haben, dann gehen wir wieder raus. So, so. Also hier, hier, hier und dann. Roboskorpione. Ach, ich hasse die Viecher. Oh, Xanderwurzel. So, versteckt. Sind wir eh, also könnten wir eigentlich... Ich reiß jetzt nochmal rüber, vielleicht müssen wir ja uns in den Computer rein... schalten. Dass das hier funktioniert. Computer, Computer, wo ist hier? Hier ist aber kein Computer. Ich kapier's gerade nicht. Was müssen wir denn hier tun? Klemmbrett, Nuka-Cola. Das bringt ja mal gar nichts. Da ist auch nur ein Wunderkleber. Da können wir auch nichts. Da können wir auch nichts. Werkzeugkasten ist nichts drin. Metallkiste ist auch nichts. Brauchbares drin in dem Schreibtisch hier auch nicht. Nee, hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier ist eine Kaffeetasse. Die nehmen wir mit für Magie. Ah, genau, da ist ja noch eine. Ha! Ein Becher! Becher! So. Da ist auch noch da. Nehmen wir mal drei Becher mit, dann ist Magie glücklich. Ich mag ja den kleinen Kerl. Und. Tasse. Ich bin ja lieb zu ihm. So. Nee, aber hier. Ich finde hier nichts. Da ist nichts. Also hier drin finde ich gar nichts. Keine Ahnung. So, und irgendwas macht schon wieder Jagd auf uns. Au! Verdammt! So, du Köpfchen. Also jetzt extra zu Fleiß hier, so. Ich meine, ich spiele ja normalerweise nicht im Wortmodus. Hey, hey, hey. Da fliegt eine grüne Pampe um die Ohren. Aber gerade im Nahkampf triffst du ja mit dem Hologewehr ja gar nichts. Ihr habt es ja selber gesehen hier. Daneben, 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 daneben. Teilweise kann man ja wirklich direkt drauf zielen, schießen und daneben. So. Höp. Oh, gut. Fertig klingt man zwar noch nicht mit der Mission, aber ich mache hier trotzdem mal wieder einen Cut und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Wenn wir die restlichen Teile suchen. Also bis dann.